Hallo und herzlich willkommen zurück zu Underground 2. Wir waren ja letzte Folge hier bei dem Tuning Shop aufgehört. Waren aufgehört, super Deutsch. Und ich weiß gar nicht, was das da vorne für ein Rennen ist. Fahren wir mal gerade gucken. Ah, das sieht mir nach Drift aus. Ups. Können wir das doch eigentlich direkt mal probieren? Ja, Drift. Probieren wir es aus. Okay, ich sag dir was. Beim Driften zählen nur Style und Kontrolle. Merk dir diese drei Worte. Gas, Lenken, Handbremse. Das sind die Facts für die Manöver, die dir am Ende die fetten Punkte einbringen. Übertreib's nicht mit dem Bremsen, denn je schneller du bist und je mehr Drifts du auf die Straße zauberst, desto mehr Punkte kassierst du. Und diese Punkte bestimmen deinen Multiplikator. Der wiederum beeinflusst die Punkte für deinen nächsten Drift, also muss er möglichst hoch sein. Wenn du das alles raus hast, kannst du anfangen, deine Drifts ineinander übergehen zu lassen. Mach aus deinen Drifts einen endlosen Slide und dir wird schwindelig, wenn du deinen Punktestand siehst. Okay, wenn du meinst, dass du's drauf hast und du richtig was reißen willst, fahr mit deinen Reifen über die Außenspuren. Je mehr Reifen du auf der Spur hast, desto mehr Punkte. Nur von Mauern solltest du dich fernhalten, sonst sind deine Punkte futsch. Dann kommen wir jetzt zur Sache und machen die Straßen unsicher. Du sagst es, Kollege. Probieren wir das Ganze jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt auf Anhieb hinkriege. Bleibt abzuwarten. Oh, verdammt, das war eine Mauer. Okay, aus irgendeinem Grund. Kriege ich das gerade mal sehr gut hin. Ui. Das ist krass. Krass viel Vorsprung. Weiter. Und wir haben Post. Autoglasfolien, okay. Aber was ich jetzt gerade mal machen will. Ich glaube nämlich, dass ich die Gesamtlautstärke ruhig mal... Nein, das war zu viel. So. Gesamtlautstärke mal einen Tacken höher drehen kann. Schnappen wir uns doch mal direkt da vorne das Rundkursrennen, würde ich sagen, oder? Da vorne ist es. Rundkurs. Okay, los geht's.
glaube, es war eine ganz gute Idee, direkt erstmal schon in der ersten Folge tunen zu fahren. Wow. Mist, da dachte ich, ich passe noch dran vorbei. Ist aber nicht schlimm, hier müssen wir eh langsam machen. Gott, ey, gerade kann ich ja mal überhaupt nicht fahren. Okay, 3 Runden haben wir. Für den Power Slide hätten wir jetzt auch, wenn ich den Nitro eingebaut hätte, Nitro bekommen, aber ich habe noch keins. Und wie man sieht, brauchen wir es ja auch anscheinend erstmal nicht. Die Kurve war gerade sehr schön sauber gefahren. Na, die nicht. So, letzte Runde. Na gut, da war ich zu schnell. Dann noch der Regen dabei. Sichten durchschalten. Na, ja, ich muss ehrlich sagen, Need for Speed spiele ich lieber so. Und im Ziel. So, mit ordentlich Vorsprung. Und eine neue Nachricht. Weißt du was? Lesen wir mal gerade alle. Autohändler, bla bla bla. Autoglas von dem bla. So. Oh, hier vorne ist noch ein schönes Sprintrennen. Das fahren wir auch noch. Danach gehen wir mal wieder tunen, glaube ich, oder? Naja, erstmal gucken, wie viel Geld wir dann haben. So. Sprint. Oh Mann, ein Opel Corsa. Ja, keine Sorge, optisch tunen werden wir auf jeden Fall auch noch. Allerdings werde ich wahrscheinlich meine Wagen meistens, habe ich ja schon mal angesprochen, meistens eher dezent halten und dann allerhöchstens mal ein Showfahrzeug machen oder so. Aber mal gucken. Vielleicht schmeiße ich diesen Plan auch wieder vollkommen über den Haufen.
Ums optische Tuning kümmern wir uns dann, wenn erstmal ein bisschen Kohle drin ist und keine Leistungstuning-Sachen anstehen. Oh, hier diese Abkürzung ist sehr schön. Allerdings, ja, hier muss man bei dieser Stelle aufpassen. Also langsam scheint es doch mit dem Fahren hier zu klappen, halbwegs. Das ist natürlich einfach nur jetzt eine extreme Umgewöhnung, weil ich jetzt die ganzen Spiele, die ich sonst spiele, eigentlich alle mit Gamepad fahre. Aber jetzt hier Need for Speed halt nicht. Weil die Gamepad-Steuerung da ein bisschen doof ist und außerdem finde ich, weil ich einfach Underground 2 immer mit Tastatur gefahren bin, sollte ich es auch im Let's Play machen. So, und gewonnen. Und schon wieder eine Nachricht. Auspuff blenden. Ja, die können wir uns dann gleich mal schnappen. Erstmal ist da vorne noch ein, weiß ich gar nicht, X-Cross-Rennen oder wie die heißen, ne? Ne, gar nicht, ein Drag Race. Wir bremsen. Drag. Oha, das werde ich, das kann sein, dass ich das verkacke. Okay, Mann. Also, Street Drag ist eigentlich die Grundlage für das, was wir machen. Weißt du, der Trick ist die richtige Drehzahl. Du kannst die anderen nur stehen lassen, wenn du im richtigen Moment startest und mit Speed in Führung gehst. Aber wenn du zu langsam bist, hast du schon verloren. Nach dem Start kommt das Schalten. Das Geheimnis dabei ist der perfekte Schaltpunkt, weil du nur da die maximale Power hast. Wenn du den Gang zu früh oder zu spät reinwirfst, dann ist das Rennen schon so gut wie gelaufen. Wenn dich ein anderer Typ überholt, bleib cool und fahr in seinen Windschatten. Da kannst du Speed aufbauen und ihn dann wieder kassieren. Oh Mann, das ist sowas von lässig. Bist du bereit? Okay, dann zeig, was du kannst. Ich hab Angst. So, ich glaube, das war hier auf. Oha. Den Start haben wir verkackt, aber bis jetzt jedes Mal einwandfrei geschaltet. Wo fährt er? Wo fährt er? Da. Okay. Hat besser geklappt als erwartet. Hey Mann, du hast ja für fetten Wirbel gesorgt. Eine ganze Reihe Firmen hat Interesse angemeldet. Also, qualifizier dich für die Underground Racing League, von der ich dir erzählt habe. Kein Verkehr, keine Straßen, nur dein Talent. Findet alles auf einer abgesperrten Privatstrecke statt. Wenn das geklärt ist, werde ich als Agentin für dich arbeiten. Ich krieg einen Teil von deiner Kohle und dafür weißt du immer, was angesagt ist. Yay.
Jawohl, und wir können unseren ersten Sponsor auswählen. Achso, und haben ein neues Stadtgebiet freigeschaltet. Na, oder? Dann kommt das mit dem Sponsor erst hin nach noch ein paar Rennen. Dann war's so. Na gut, fahren wir erstmal. Schon gehört? Der Tunnel nach Beacon Hill ist freigegeben. Solltest du mal vorbeischauen. Bis später. Fahren wir erstmal zum Tuning Shop. Entdecken muss ich demnächst auch noch machen. Denn das schadet nie. Hier gab es einen Unfall. ECU haben wir ja schon. Gucken wir mal, wie viel der Motor kosten würde. 1200. Wie viel bringt uns das? Gucken wir mal, Getriebe. Fahrwerk bringt uns nur Handling. Nitro will ich noch nicht. Dann erstmal den Motor. Was haben wir denn hier? HKS, Pair Racing, AEM, HKS. So, haben wir das eingebaut. Jetzt können wir noch zeitlich können wir jetzt noch mal kurz beim Karosserieshop vorbeischauen. Oh, man merkt schon, wie der Wagen ein bisschen mehr zieht, ne? Die hier noch Schönes für uns haben. Verabschiede dich vom Serienzustand deiner Karre. Mit Karosserieanbauteilen machst du etwas Einzigartiges aus ihr. Gucken wir mal kurz. Ja, also, sowas brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich wollte eigentlich gerade mal. Gucken wir mal bei den Auspuffblenden. Oder Felgen. Komm, BBS. Die sehen doch ganz gut aus. Oh, kosten aber zu viel. Können wir da ja mal drauf sparen auf Felgen. Ach genau, die sollten ja 300 kosten. Rückleuchten, irgendwas Schönes.
sehen eigentlich die Crimson am besten aus. Komm, leisten wir uns die noch und Frontscheinwerfer. Nee, gefallen mir jetzt persönlich keine erstmal. Dann gehen wir mal zum Explore-Modus zurück. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, genau hier.